Ja, schönen Mittag zusammen erstmal. Wir haben heute unsere dritte Einheit zum Konzern- und Umwandlungsrecht und werden uns weiterhin mit den Begriffen, mit den Grundbegriffen des Konzernrechts beschäftigen. Wir hatten letzte Woche die ersten drei Begriffe abgehandelt. Verbundene Unternehmen als Einstiegsbegriff in § 15, die Mehrheitsbeteiligung nach 16 und die Abhängigkeit nach 17. Heute komplettieren wir das Ganze, indem wir dann uns die wirkliche Konzernvermutung anschauen, den Konzern im engeren, im rechtlichen Sinne. Und schließlich dann komplettieren wir das mit der wechselseitigen Beteiligung im § 19. Eine organisatorische Sache habe ich noch kurz vorweg. Ich bin mehrfach gefragt worden, ob man die Folien oder beziehungsweise die Videos auch runterladen kann aus OLAT. Diese Funktion sieht OLAT nicht vor. Das ist kein Fehler im System, sondern die Uni möchte das nicht, dass es eine Download-Funktion gibt. Sie können es quasi nur halt eben anschauen, wenn Sie sich quasi da einloggen. Die Download-Funktion ist ausgeschaltet. Das mag dem einen oder anderen jetzt ein bisschen Zeit ersparen, bei dem weiteren Versuchen, das zumindest zu tun. Konzern im engeren Sinn, das ist das, wo wir heute weiter fortfahren wollen. Wir hatten es schon mal in unserer allerersten Einheit angesprochen, als wir differenziert hatten zwischen dem Konzern im engeren und weiteren Sinne und hatten gesehen, dass der 18 eine Konzernvermutung enthält oder, wenn wir es genauer nehmen wollen, eigentlich enthält § 18 sogar zwei Konzernregeln. Das eine ist eine Definition, die wir im Absatz 1, Satz 1 finden. Das heißt dort, und das lesen wir zum Einstieg, sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden sie einen Konzern. Der zweite Halbsatz lautet dann, die einzelnen Unternehmen sind sogenannte Konzernunternehmen. Jetzt werden Sie sich fragen, was definiert mir denn eigentlich noch Absatz 2? Naja, er definiert eine etwas anders gelagerte Situation. Sind rechtlich selbstständige Unternehmen, ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen abhängig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, so bilden sie auch einen Konzern. Die Einzelunternehmen sind auch hier sogenannte Konzernunternehmen. Das sind die Begriffsdefinitionen. Was Sie daran merken, ist, wir unterscheiden schon mal danach, ob wir eine Abhängigkeit haben oder nicht. Aber das Merkmal, was Sie in beiden Punkten finden, ist, dass wir eine einheitliche Leitung benötigen. Das werden wir uns gleich noch etwas näher ansehen. Zunächst aber einmal die Frage, warum macht das Gesetz überhaupt so etwas, eine Legaldefinition von dem Konzern? Und das werden wir typischerweise deshalb haben, weil wir daran wieder anknüpfen. Die Regelungen im allgemeinen Teil, wissen Sie, systematisch sind typischerweise dazu bestimmt, dass wir dann in den besonderen Teilen daran anknüpfen können. Wo haben wir hier solche Anknüpfungspunkte? Wir haben es zum einen im Aktienrecht selber ziemlich spärlich nur. Wir haben es nämlich bei der Frage, dass Sie grundsätzlich ja höchstens 5 Aufsichtsratsmandate übernehmen dürfen, aber dass wir eine Sonderbehandlung haben bei den Mandaten, die Sie innerhalb eines Konzerns haben, die werden nicht mitgezählt. Das ist eine dieser Regelungen mal, auf die wir kommen. Ansonsten spielt es eine untergeordnete Rolle. Vor allem das Konzernrecht selber, was wir dann im besonderen Teil kennenlernen werden, die Fachregelungen zum faktischen Konzern 311 folgende knüpfen nicht an den Begriff des Konzerns an, sondern sie knüpfen an den Begriff der Abhängigkeit. Das ist dort der maßgebliche Auslösungstatbestand. Deshalb können Sie diesen Abschnitt eigentlich auch nennen, nicht faktischen Konzern, sondern Regelungen für eine Abhängigkeit ohne Unternehmensvertrag. Ansonsten bewegen wir uns mit der Anknüpfung in den Begriff des Konzerns schon außerhalb des Aktienrechts. Zum einen gab es mal eine Anknüpfung für die Rechnungslegung, die sogenannte Konzernrechnungslegung. Dort fanden sich die Vorschriften früher im Aktienrecht selber, und zwar in den § 329 folgend. Dort sind sie allerdings, nachdem es dann Richtlinien auf europäischer Ebene gab, und zwar zunächst die Konzernbilanzrichtlinie und dann aber noch die Bilanzrichtlinie selber von 2013, sind sie rausgeträgt worden.
Wir haben jetzt die Neuregelung außerhalb des Aktienrechts im HGB und dort verweisen wir nicht mehr auf den Paragraphen 18 als Eingangsbegriff, sondern wir haben einen eigenständigen Konzernbegriff in 290 HGB, der nicht unbedingt deckungsgleich ist. Insofern nehmen Sie auch bitte dort nicht den aktienrechtlichen Begriff zur Hand. Und schließlich, nachdem wir ja nun so eine Vorlesung haben für verschiedene Teilschwerpunktbereiche, haben wir noch eine Regelung im 54 Betriebsverfassungsgesetz. Dort geht es um den sogenannten Konzernbetriebsrat. Und der Konzernbetriebsrat knüpft in der Tat mal, aber Sie sehen schon, das ist eine sehr große Seltenheit, knüpft in der Tat an den Paragraph 18 und den dort geregelten aktienrechtlichen Konzern. Das ist die Relevanz, inwieweit wir auf den Begriff Bezug nehmen. Wir hatten aber jetzt gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Begriff als solchem eher. Sie erkennen daraus, dass wir zwei Definitionen haben, einmal Absatz 1, Halbsatz 1 und dann im Absatz 2, dass es einen Unterschied gibt. Und der Unterschied besteht darin, dass wir im Absatz 1 ein abhängiges Unternehmen, mindestens ein abhängiges Unternehmen, und ein herrschendes Unternehmen haben. Das Ganze ist im Umkehrschluss klargestellt, 18 Absatz 2, die genau umgekehrte Situation, ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen abhängig ist. Das heißt also, Sie können auf der einen Seite sagen, 18 Absatz 1 regelt den sogenannten Unterordnungskonzern, indem wir herrschend und abhängig hierarchisch dargestellt haben, grafisch in einem Über- und Unterordnungssystem. Und der 18 Absatz 2, wo es jetzt an einer solchen herrschenden Abhängigkeitsbeziehung fehlt, da haben wir dann die Situation, wenn wir es grafisch darstellen würden, würden wir das auf einer Ebene machen und deshalb sprechen wir dort von dem sogenannten Gleichordnungskonzern. Das einzige Merkmal, was konstant ist in beiden Absätzen, ist die einheitliche Leitung. Das ist das, was unseren Konzern ausmacht. Und jetzt können Sie sich fragen, was heißt denn eigentlich einheitliche Leitung? Und jetzt können Sie den 18 rauf und runter lesen, aber Sie werden dort keine Definition finden. Der Gesetzgeber hat sich ganz bewusst enthalten, weil er damals ins Auge gefasst hat und gesagt hat, die Tatsache, wie ich Leitung ausübe, kann so unterschiedlich sein, dass wir das gar nicht wirklich definieren können, es sei denn, wir nehmen eine Definition, die eigentlich gar keine Aussagekraft mehr hat, weil sie nicht wirklich eine Trennschärfe hat. Stattdessen hat man was gemacht? Man hat zwei Vermutungen aufgenommen, 18 Absatz 1 und 2. Und darüber hinaus, weil es Regelvermutungen sind, kommen wir dazu, dass wir sonst uns ernsthaft, aber nur eben, wenn das nicht einschlägig sein sollte, uns mit der Frage beschäftigen, wie denn sonst eine einheitliche Leitung aussehen kann. Der erste Punkt ist der, wir gehen in 18 Absatz 1 Satz 2. Wir versuchen uns also jetzt schrittweise durch das Lesen dieser Vermutungen dahin zu konkretisieren und zu fragen, was heißt eigentlich einheitliche Leitung? Der erste Schritt, 18 Absatz 1 Satz 2. Unternehmen, zwischen denen ein Beherrschungsvertrag besteht oder von denen das eine in das andere eingegliedert ist, sind als unter einheitlicher Leitung zusammengefasst anzusehen. Wir haben also zwei tatbestandliche Alternativen. Einmal den Beherrschungsvertrag. Es steht ausdrücklich drin, der Beherrschungsvertrag und nicht ein Unternehmensvertrag aus dem Katalog des 291. Sie können daraus den Umkehrschluss ziehen. Ein bloßer, alleinstehender Gewinnabführungsvertrag reicht nicht aus. Oder eben die Eingliederung. Wenn wir eines dieser beiden Merkmale haben, dann sagt uns das Gesetz, dann sind sie als unter einheitlicher Leitung stehend anzusehen. Und das ist die herrschende Meinung, ganz herrschende Meinung der Ansicht, dass es sich um eine sogenannte unwiderlegbare Vermutung handelt.
Es wird Ihnen deutlich, wenn Sie den Wortlaut vom Absatz 1 Satz 2 gleich mit dem Absatz 1 Satz 3 vergleichen, denn dort finden wir eine andere Formulierung. Es heißt nämlich dort, und wir lesen zusammen wieder, von einem abhängigen Unternehmen, also auch angeknüpft wieder in den § 17, wird vermutet, dass es mit dem herrschenden Unternehmen einen Konzern gibt. Wir haben auch hier eine Vermutung, aber eben nicht so stark formuliert wird, mit sind anzusehen, sondern nur, dass vermutet wird. Das reicht eben aus. Aber wir brauchen tatbestandlich, um daran anzuknüpfen und diese Vermutung auszulösen, eine Abhängigkeit im Sinne von 17 Absatz 1. Jetzt erinnern Sie sich an letzte Woche und haben gesagt, naja, wir haben ja auch für die Abhängigkeit eine Vermutung in 17 Absatz 2. Nämlich von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen wird vermutet, dass es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist. Jetzt könnten Sie quasi versuchen oder die Überlegung haben, ob Sie danach differenzieren, ob Sie wirklich die Abhängigkeit positiv feststellen müssen oder ob es Ihnen ausreicht, dass lediglich Sie die Vermutung für die Abhängigkeit haben, weil Sie einen Mehrheitsbesitz haben, und dann auf diese Vermutung quasi draufsatteln und die zweite Vermutung dahinter schalten, 18 Absatz 1 Satz 3, die Konzernvermutung. Das Gesetz selber, wenn Sie es ernst nehmen, im Wortlaut von 18 Absatz 1 Satz 3, das sagt nur von einem abhängigen Unternehmen. Wie diese Abhängigkeit zustande kommt, ob sie eine vermutete ist, die lediglich im Sinne einer Non-Liquid-Situation nicht widerlegt werden kann, weil dann ist die Vermutungsregel auch eine Beweisverteilungsregel. Oder ob das Ganze tatsächlich erwiesen ist, spielt keine Rolle. Sie können also diese beiden Vermutungen, wenn Sie einen Mehrheitsbesitz haben, auch nie hintereinander schalten. Erster Schritt: Die Abhängigkeit wird vermutet und aufgrund der vermuteten Abhängigkeit wird dann der Konzern vermutet. Einziger Punkt, und das ist aber nicht der Unterschied zwischen 17 Absatz 2, von dem Sie seit letzter Woche wissen, es gibt zum Beispiel einen Entherrschungsvertrag, um diese Vermutung zu widerlegen. Der Unterschied zwischen 18 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 ist der, dass der 18 Absatz 1 Satz 3 widerlegbar ist. Deshalb spricht er im Wortlaut nur von vermutet und nicht von sind anzusehen. Und jetzt haben wir zwei Vermutungen. Das eine ist die Abhängigkeitsvermutung, die ihrerseits, also zwei Vermutungen im 18. So, müssen wir es angeben. Wir haben die Vermutung in 18 Absatz 1 Satz 2, die spricht von einem Beherrschungsvertrag oder der Eingliederung. Und 18 Absatz 1 Satz 3, die wiederum auf der Abhängigkeit beruht. Wenn Sie stärker sich orientieren und wissen, dass Sie beide Vermutungen des 17 Absatz 2 und 18 Absatz 1 Satz 3 hintereinander schalten können, dann sehen Sie, dass das Maßgebliche eigentlich ist die Mehrheitsbeteiligung. Sie können daraus folgern, dass das Wesentliche diese gesellschaftsrechtliche Beteiligung ist. Darauf bauen die Vermutungen auf. Also klassischerweise vor allem diese Kettenvermutung 17.2, 18.1. Aber das ist ja nicht zwingend. Dass das nicht die einzige mögliche ist, wie Sie zu einer einheitlichen Leitung kommen, sehen Sie daran, dass Sie zum Beispiel auch einen Beherrschungsvertrag haben. Das reicht auch. Oder die Eingliederung. Das heißt also, Sie können aus diesen Vermutungen, weil es eben nur Vermutungen sind und keine abschließenden Eingangstatbestände, nicht schließen, dass andere Formen der einheitlichen Leitung nicht geeignet sind, einen Konzern zu gründen, sondern sie sind es. Und jetzt kommen wir lediglich nur dazu, dass unser Gesetzgeber sich einer Definition enthalten hat. Er hat weder eine Aufzählung gemacht, wie Sie einen Konzern begründen können,
was sie tun müssen, mindestens für eine einheitliche Leistung und eben damit auch gleichzeitig zu sagen, was unter dieser Schwelle bleibt, also nicht ausreicht. Und das haben wir deshalb nicht gemacht, weil es einfach viel zu vielgestaltig ist. Was können Sie sich denn vorstellen? Sie können sich vorstellen, dass Sie das Ganze mit einheitlicher Leitung sehr ernst nehmen und von einer zentralen Stelle aus Weisungen erteilen, die immer umzusetzen sind. Das können Sie sich vorstellen. Aber Sie können es auch komplett lassen. Wenn Sie eine Gesellschaft haben, an der Sie mit Mehrheit beteiligt sind und die Gesellschaft wird gut und gewinnbringend geführt und Sie kennen den Markt vielleicht gar nicht, dann sagen Sie doch lieber, ich lasse die einfach eigenständig operieren. Und dann brechen Sie das Ganze runter auf eine Koordination in wesentlichen Einzelpunkten, dass Sie sich ab und zu mal abstimmen, dass Sie sich darüber unterrichten lassen und natürlich immer diese Möglichkeit haben, entsprechend einzugreifen, wenn es denn erforderlich wäre. Aber Sie müssen es ja nicht laufend ausüben. Und dieses ganze Spektrum versuchen wir jetzt runterzubrechen und zu sagen, was brauchen wir denn mindestens für eine einheitliche Leitung? Naja, mindestens können wir an zwei Elemente anknüpfen. Leiten heißt ja immer, dass irgendwas zentral geplant und koordiniert wird. Und es geht typischerweise nicht darum, dass ich irgendwas Internes nur plane, sondern es geht eben darum, dass wir das Ganze am Markt betätigen. Denn Sie wissen aus unserer ersten Einheit, Konzernrecht ist primär vom Schutzanliegen dazu gedacht, die Minderheitsgesellschafter zu schützen, aber auch die Gesellschaftsgläubiger. Die Gesellschaftsgläubiger werden immer nur dann relevant, wenn wir irgendwie wirtschaftlich uns im Rechtsverkehr beteiligen. Und das Zweite ist, Sie müssen es irgendwie hinbekommen, dass die Gruppe als organisatorische Einheit erscheint. Das ist erforderlich. Aber nochmal, wenn Sie, das wird in 90% plus der Fall sein, zu einem Konzern kommt, dann kommen Sie zu dem Konzern, weil Sie eine Mehrheitsbeteiligung haben und mit dieser Mehrheitsbeteiligung die Abhängigkeit haben und dementsprechend die Konzernvermutung greifen und nicht widerlegen. Wir unterhalten uns hier über Fälle, wo Sie keinen Mehrheitsbesitz haben. Dann müssen Sie die einheitliche Leitung feststellen. Und nur dann kommt es auf diese beiden Punkte tatsächlich an. Auf was schauen Sie dann? Naja, wie intensiv ich das Ganze lebe, ist eine ganz davon zu trennende Frage. Zentrale Planung und Koordination kann ich machen, indem ich einmal Leitlinien aufstelle, an die der andere sich zu halten hat, und nach außen irgendein bestimmtes Design habe. Das kann aber auch sein, dass ich jede Woche irgendwelche bestimmten Besprechungen habe und dann Weisungen erteile. Und dementsprechend ist das Ganze immer noch, obwohl wir diese beiden Punkte haben, mit einem sehr großen Spielraum versehen. Wenn Sie jetzt Richter wären und Sie hätten darüber zu entscheiden, und Sie sind Richter in einer Tatsacheninstanz, und Sie hätten darüber zu entscheiden, über die Frage, liegt eine einheitliche Leitung vor, für die Sie keine Vermutung haben. An was würden Sie sich denn orientieren? Zentrale Planung und Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten auftreten als Gruppe. An was würden Sie sich orientieren? Was wäre für Sie zentral? Irgendein Markenauftritt? Was ist für Sie denn zentral, dass das Ganze eine zentrale Planung und Koordination hat? Was ist denn das? Auf was kommt es wahrscheinlich an? Geht es um die Personalplanung? Was meinen Sie? Auf was kommt es an? Was würden Sie meinen? Ja, das können Sie haben. Es kann aber auch sein, dass das ganz unterschiedlich ist.
Weil nehmen Sie halt eben klassischerweise Siemens als Mischkonzern oder Bayer. Bayer mit einer klassisch großen Medizinsparte, Monsanto daneben, die eigentlich ihr Saatgut machen, in dem Bayer aber mehrheitsbeteiligt ist. Ist das so einheitlich? Ziemlich großer Unterschied eigentlich dazwischen. Was ist für Sie immer eigentlich das ständige Thema, wenn Sie irgendwie Leitungsorgan einer Gesellschaft sind? Wenn Sie es ein bisschen allgemeiner noch fassen, ein bisschen weiter fassen, sind Sie genau an diesem Punkt, es geht ums Geld. Es geht nicht nur um Erträge, sondern es kann auch sein, dass Sie gerade gar keinen Ertrag machen. Ja? Kann auch sein. Aber Sie müssen immer sehen, dass Sie es geht immer ums Finanzmanagement. Das ist immer der Punkt, um den es sich dreht. Sie werden immer, in jeder Leitungsposition, werden Sie immer irgendwie Ihre finanziellen Kennzahlen im Blick haben müssen. Was ist dann die Situation mit der zentralen Planung und Koordination? Naja, was würden Sie denn versuchen? Sie leiten, wir sind bei einheitlicher Leitung. Also wir haben, wir malen es einfach so auf. Sie haben ein Unternehmen hier, Sie haben ein Unternehmen dort und Sie haben ein Unternehmen hier. Was machen Sie denn mit dem Geld, was Sie hier haben? Hier gibt es überschüssige Liquidität. Die transferieren Sie hoch. Und dann stellen Sie fest, dass diese Tochtergesellschaft Geld benötigt. Was machen Sie dann? Dann schieben Sie das dahin. Das ist doch die Idee. Und was passiert, wenn sich das Ganze wieder dreht? Naja, dann schieben Sie das wieder zurück. Das heißt, Ihre gesamte Situation ist darauf ausgelegt, dass einheitliche Leitung für Sie bedeutet, dass Sie überschüssige Liquidität dorthin transferieren können, wo Sie sie benötigen. Und deshalb ist das zentrale Kriterium, auf was wir sonst immer abstellen, wenn wir keine Konzernvermutung haben, ist die Frage, ob wir ein zentrales Finanzmanagement haben. Meistens zum Ausdruck kommt über einen sogenannten Cashpool. Haben Sie den Begriff schon mal gehört? Wie funktioniert so ein Cashpool? Haben Sie eine Vorstellung davon? Wir können es vereinfacht folgendermaßen darstellen. Sie haben selbstständige Unternehmen und eines dieser Unternehmen fungiert als sogenannte Poolgesellschaft. Das heißt, alles, was überschüssige Liquidität ist, ziehen Sie dort in diesen Pool. Also Sie können Geld natürlich immer nur zu einem Rechtsträger ziehen. In meinem Fall, so wie wir es gemeint haben, wäre das unsere Poolgesellschaft. Das Geld, was hier vorhanden ist, schieben Sie hier hin. Wie machen Sie das denn vertragsrechtlich? Das könnten Sie überlegen, wäre aber ein organisationsrechtlicher Eingriff, alleine nur den Cashpool. Weil wenn Sie den Gewinnabführungsvertrag hätten, dann würden wir uns nicht über die sonstige einheitliche Leitung unterhalten, sondern dann wären wir bei 18 Absatz 1 Satz 2 in der ersten Variante und wären damit schon in der Konzernverwaltung. Deshalb, wir machen es anders. Wir schieben das ja vielleicht nur vorübergehend hin. Der Gewinnabführungsvertrag ist etwas Endgültiges. Das ist ein Darlehen. Sie geben das Geld als Darlehen. Natürlich nicht ganz normal nach dem vertraglichen Leitbild, wie Sie es im BGB finden, sondern es wird modifiziert, weil es auf Schnelllebigkeit ausgerichtet ist. Also haben natürlich keine dreimonatige Kündigungsfrist. Was macht die Poolgesellschaft? Naja, sie hat den Überblick und guckt, welches andere Unternehmen hat einen Liquiditätsbedarf. Und dort wird dann ein Darlehen hinvergeben. Das heißt, Sie können den Cashpool so verstehen als ein Geflecht aus Darlehensverträgen. Darum geht es. Das heißt, das setzt aber was voraus? Das setzt eine zentrale Liquiditätsplanung voraus, die Sie immer noch aus Sicht der Poolgesellschaft halt eben betreiben können.
Weil sie jetzt wissen, ich brauche Geld dann dort. Ich muss also die Verbindlichkeiten auf Termin der jeweiligen anderen Poolgesellschaften oder am Pool beteiligten Gesellschaft kennen, damit ich das Geld auf die richtige Zeitdauer dorthin schieben kann, abziehen kann und auf die andere Zeitdauer woanders entschieden. Das ist also eine zentrale Planung. Und deshalb ist die Teilnahme am Cashpool nicht nur irgendwie ein Indiz für eine einheitliche Leitung, sondern sie gilt gemeinhin als Voraussetzung, und zwar unabdingbare Voraussetzung dafür. Wenn sie fehlt, kriegen Sie das anderweitig typischerweise nicht kompensiert. Falls Sie sich übrigens fragen, warum ich nicht in der Lage bin, auf den Folien vernünftige Trennungen zu vollziehen, das liegt schlichtweg daran, dass auf den Folien, die Sie eigentlich bei Urlaub bekommen, müssten die Trennungen richtig sein. Das liegt einfach schlichtweg daran, weil das ein Windows-Rechner ist und die Folien nicht auf einem Windows-Rechner erstellt sind. Deshalb ist es einfach nur bei aller Kompatibilität, sieht es total anders leider aus. Wenn Sie jetzt ein zentrales Finanzmanagement wie ein Cashpool haben, dann können Sie natürlich noch weitere Indizien haben. Das ist ja nur eine Voraussetzung. Es ist aber nicht immer hinreichend für die einheitliche Leitung. Und deshalb können Sie noch auf weitere Sachen schauen, ob die das Ganze, was Sie jetzt nun gefunden haben mit dem Cashpool, unterstützen. Sie können einmal schauen, ob Sie nämlich als Indiz finden eine personelle Verflechtung. Das ist der sogenannte Matrix-Manager, der dort häufiger mal auftaucht. Haben wir den Begriff letzte Woche erwähnt? Können Sie sich was darunter vorstellen? Um was geht es da? Sie haben... Sie haben hier oben, haben Sie, wenn Sie das als Aktiengesellschaft sich vorstellen, haben Sie irgendwo einen Vorstand. Und unter dem Vorstand haben Sie dann ein oberes Management, ein mittleres Management und ein unteres Management. Mal ganz grob gedacht. Die Leitungsposition hier oben beschränkt sich, klar, 76.1 Aktiengesetz, auf den Vorstand. Und typischerweise ist es so, dass die Personen, die in den unteren Ebenen sind, irgendwann hoffen, aufsteigen zu dürfen. Dazu brauchen sie aber Erfahrung, Leitungserfahrung. Das ist das, was immer quasi in allen Ausschreibungen, wenn Sie solche Stellen mal neu besetzen wollen, vorhanden ist. Sie wollen eine Leitungserfahrung haben. Die Frage ist, wie kriegen Sie jetzt, wenn Sie in dieser Ebene sind, wie kriegen Sie Leitungserfahrung? Naja, meine Person X, die hier ist, bietet an, dass sie doch als Geschäftsführer dieser GmbH vorübergehend tätig wird. Das heißt, der springt aus dieser Hierarchieordnung raus, und steigt, wenn Sie sich die Hierarchieordnung hier spiegeln mit dem Geschäftsführer und dann auch wieder zwei Management-Ebenen vielleicht, springt er von dieser unteren Ebene hier auf die obere Ebene. Und das bezeichnen wir umgangssprachlich als Matrix-Manager. Warum? Weil welches Problem da noch drinsteckt? Der ist Arbeitnehmer hier oben. Unterliegt dem arbeitsrechtlichen Weisungsrecht. Der kann also hier bestellt werden als Geschäftsführer. Wenn er hier Erfahrung gesammelt hat, kann er im nächsten halben Jahr aber auch hier bestellt werden. Dann wechselt er. Das heißt, die Tatsache, dass Sie ihn hier oben haben, in einer unteren Managementfunktion, das bedeutet, Sie können ihn verschieben. Sie können ihn vollkommen variabel durch diese Matrix-Ebene hinweg verschieben und ihnen Erfahrungen sammeln lassen. Die Schwierigkeit, die häufig damit einhergeht, ist, nicht selten werden Sie den gar nicht als Geschäftsführer formell bestellen.
der soll gar nicht unbedingt nach außen tätig werden, aber der soll nach innen leiten. Das passiert mal häufig, ohne dass er praktisch Geschäftsführer ist, aber weil jeder weiß, er ist quasi entsandt, dadurch, dass er tatsächlich bestimmte Kompetenzen nach innen wahrnehmen kann. Er wird einfach respektiert. Und jetzt kommen Sie, wenn Sie sich an unsere Einheit von letztem Semester erinnern, zu der Frage, wie sieht denn das mit seiner Geschäftsführerabgabe aus? Faktisch nimmt er eine Geschäftsführerstellung wahr, aber er ist kein Geschäftsführer. Die Haftung aber nach 43.2 GmbH-Gesetz als Geschäftsführer setzt eine Stellung als Geschäftsführer grundsätzlich mal voraus. Diese formelle Anknüpfung an den Geschäftsführer haben wir inzwischen gelockert. Es besteht Einigkeit darüber, dass nicht nur der formell bestellte Geschäftsführer der Haftung unterliegt, gleiches gilt auch für die Vorstandsmitglieder, sondern auch die Personen, die faktisch wie ein Geschäftsführer agieren. Das haben wir schon deshalb als Notwendigkeit, weil stellen Sie sich mal die Situation vor, Sie haben jemanden, der ist nicht Geschäftsführer, aber agiert so, weil er halt eben nur fehlerhaft bestellt wurde. Und deshalb müssen Sie schon alleine den faktischen Geschäftsführer in haftungsrechtlichen Fragen so behandeln wie den tatsächlichen rechtlichen Geschäftsführer. Und für den Matrixmanager vertritt die ganz herrschende Meinung es ebenso, dass Sie auch dort ihn dem Haftungsregime unterwerfen. Also diese Matrixstruktur ist keine Chance, zumindest nicht nach herrschender Meinung, ihn von der Haftung aus den Leitungspositionen auszunehmen. Aber sie ist eine wohlgenutzte Möglichkeit, um die Personen entsprechende Erfahrungen sammeln zu lassen und sie dann später in den Hierarchieebenen aufsteigen zu lassen. Daraus resultiert, und das ist das für uns Wichtige hier, für die einheitliche Leitung, eine personelle Verflechtung. Warum? Weil Sie eine Person haben, die hier oben steht, weisungsabhängig ist, weisungsgebunden ist und hier unten halt eben auch dann halt eben diese Weisungen umsetzen kann. Rein faktisch. Häufig. Und das Zweite, was wir haben, ist, dass Sie eine Abstimmung haben der sogenannten Unternehmenspolitik, der Unternehmensausrichtung und das häufig auf mehreren Sitzungen. Ob jetzt das Ganze laufend bedeutet, dass Sie das wöchentlich machen oder ob Sie das vierteljährlich machen, das ist vollkommen egal dafür. Es muss einfach nur abgestimmt sein. Wenn Sie es vierteljährlich machen, werden Sie einfach Leitlinien aufstellen, um eben diese längere Zwischenperiode zu überbrücken. Das wäre die einheitliche Leitung als Definitionsmerkmal für unseren Konzern, für unsere Konzernunternehmen. Was wir uns dann anschauen sollten noch, das hatten wir letzte Woche angerissen schon, ist die Frage der mehrfachen Konzernzugehörigkeit, die vor allem problematisch wird, wenn wir uns über Gemeinschaftsunternehmen unterhalten. Wir hatten angesetzt, als wir den Begriff schon mal verwendet hatten, beim 17 Absatz 1. Warum? Weil es dort halt eben heißt, abhängige Unternehmen sind rechtlich selbstständige Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar herrschende Einfluss haben kann. Wir haben gesagt, das ist zwar Singular, aber das können auch mehrere sein. Wenn Sie die Abhängigkeit von mehreren haben, Sie erinnern sich an das Bild letzte Woche, wo wir zwei Varianten hatten, einmal eine 80% Beteiligung des einen und eine 20% Beteiligung des anderen, herrschend nur das eine Unternehmen, und dann den zweiten Fall, dass wir diese jeweiligen 50% Beteiligung hatten, die sich grundsätzlich aufheben, aber wenn wir entsprechende Koordination haben, haben wir die sogenannte Mehrmütterschaft. Das heißt aber dann auch, wenn wir abhängig sind von mehreren Unternehmen, dann haben wir wieder über die Vermutung 18 Absatz 1 Satz 3 wieder eine Beteiligung an mehreren Konzernen. Ja, mit jedem herrschenden Unternehmen wird dann ein Konzern gebildet.
praktische Bedeutung wieder begrenzt, aber wir brauchen sie halt eben wieder für die Zählfrage bei den Aufsichtsratsmandaten 100 Absatz 2 Nummer 1. Und die zweite Konstellation, die wir auch letzte Woche angesprochen hatten, ist der sogenannte Konzern im Konzern. Das sind die Mehrstufigkeiten. Sie erinnern sich an das Bild drei Gesellschaften übereinander. Wir haben also quasi die Muttergesellschaft ganz oben an der Spitze, die Tochtergesellschaft dazwischen und die Enkelgesellschaft ganz unten. Und hat gesagt, wenn wir jeweils durchgängige Mehrheitsbeteiligung haben, dann haben wir auch eine mehrfache Abhängigkeit. Wenn wir das wieder rüberziehen als auf unsere Frage des Konzerns und die Frage der einheitlichen Leitung, dann haben wir einen Konzern im Konzern, bestehend aus Enkel und Tochter, im Konzern mit der Mutter, nur dann, wenn die Tochter auch in der Lage ist, eigenständige Weisungen zu erteilen und nicht nur Bote spielen darf für die Weisungen der Muttergesellschaft. Das ist dann Ihre Situation der Konzern im Konzern als Unterordnungskonzern. Das Ganze hat, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel Bedeutung. An zwei Stellen, eben wichtig, 100 Absatz 2, Nummer 1 Aktiengesetz für die Aufsichtsratsmandate, 54 Betriebsverfassungsgesetz, weil Sie dort ermitteln müssen, wer alles wahlberechtigt ist für den Konzernbetriebsrat. Typischerweise werden Sie zum Konzern im engeren Sinne kommen, indem Sie über die Vermutung gehen, 17 Absatz 2, 18 Absatz 1 Satz. Damit schließen wir quasi unseren Bereich von dem, was zusammengehörig ist, 16, 17, 18. Das bildet quasi einen Block. Den schließen wir ab und steigen ein bei Paragraph 19 mit einem etwas anders gelagerten Thema, weil es eine andere Bedeutung entfalten wird. Es geht um die sogenannten wechselseitigen Beteiligungen. Und dafür sollten wir erstmal den 19 Absatz 1 Satz 1 lesen. Wechselseitig beteiligte Unternehmen sind Unternehmen mit Sitz im Inland in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die dadurch verbunden sind, dass jedem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens gehört. Also, wie sieht das Ganze aus? Als Beispiel würde es aussehen, wir haben Unternehmen A und Unternehmen B, beides Kapitalgesellschaften mit Sitz in Deutschland, also beides deutsche Aktiengesellschaften. Und beide sind jetzt mit 26% der Stammaktien wechselseitig beteiligt. Das wäre unsere klassische Konstellation. Das, was das Gesetz noch mitregelt über den Satz 2, den es im Absatz 1 gibt, für die Feststellung, ob einem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens gehört, gilt 16 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4. Was macht das? Das Ganze enthält eine Erweiterung, weil es geht nicht nur, wie in meinem eben gezeigten Beispiel, um den unmittelbaren Anteilsbesitz, sondern es geht auch um den mittelbaren Anteilsbesitz nach 16 Absatz 4. Wie sieht ein solches Beispiel aus? A und B wieder. Und A ist an B mit 26% beteiligt. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Beteiligung, das hatten wir es eben gerade, von B an A auch mit 26%. Hier ist es aber anders. B hat nur 20%. Wir wären also jetzt nicht im 19 Absatz 1 Satz 1, weil wir eben nicht gegenseitig mehr als ein Viertel haben. Aber also Unternehmen B hat eine 100%ige Tochtergesellschaft, die C, und die hält nochmal 10% der Stammaktien von Unternehmen A. Dieses Aufsplitten der Beteiligung also bringt Ihnen nichts. Sie können das Ganze sogar so weit führen, dass Sie
Unternehmen B gar nicht an Unternehmen A beteiligt ist, sondern nur Unternehmen C an A mit 26% mindestens beteiligt ist. Auch das würde ausreichen. Wir nennen das dann sogenannte Dreiecksbeteiligung. Das sind die Konstellationen, die 19 vor Augen hat. Und bevor wir auf die Frage kommen, warum diese Konstellation überhaupt so eine Sonderregelung erfahren hat, sollten wir noch eine Sache kurz besprechen. Es gibt nämlich etwas, was irgendwie komisch war bei Lewis. Wir hatten doch immer gesagt, das allgemeine Konzernrecht, die Paragraphen 15 folgende, sind rechtsformneutral. Und auf einmal finden wir dort diese Formulierung, die heißt Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland. Warum das Ganze? Naja, das Ganze legt erstmal nahe, dass wir bei anderen Unternehmen, also vor allem bei Personengesellschaften, keine vergleichbare Regelung haben. Sie können sich jetzt überlegen, ob das Ganze vielleicht eine unbewusste, planwidrige Regelungslücke ist, die wir durch Analogie auszufüllen haben. Aber dafür werfen wir vorweg einen Blick auf die Rechtsfolge. 19 Absatz 1 definiert ja nur etwas. 19 Absatz 2 und 3 definieren auch nur etwas. Eine wirkliche Rechtsfolge enthält aber zum Beispiel 19 Absatz 4. 328 heißt es dort, ist auf die Absätze 2 und 3 nicht anzuwenden. Also in den Fällen des Absatzes 2. Das heißt, für uns in den Fällen des Absatzes 1 wäre die Regelung anwendbar. Das heißt, eigentlich würden wir uns jetzt mit der Frage stellen, gilt 19 Absatz 1 auch für Personengesellschaften zum Beispiel? Würden wir uns die Frage stellen, wenden wir damit rechtsfolgenseitig eigentlich 328 Aktiengesetz an? Das wäre die Konsequenz. Und dafür sollten wir mal in den 328 reinschauen. Absatz 1, Satz 1 sagt nur, sind eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien, also ganz spezifisch wieder zugeschnitten. Wir springen ja in den BT des Konzerns. Wechselseitig beteiligte Unternehmen, so können, sobald dem einen Unternehmen das Bestehen der wechselseitigen Beteiligung bekannt geworden ist, oder ihm das andere Unternehmen eine Mitteilung nach 20.3 oder 21 gemacht hat, Rechte aus den Anteilen, die ihm an dem anderen Unternehmen gehören, nur für höchstens den vierten Teil aller Anteile des anderen Unternehmens ausgeübt werden. Wir haben ein Rechtsausübungsverbot für die Anteile, die über die 25-prozentige Beteiligung hinausgehen. Damit wir aber diese 25-prozentige Beteiligung doch berechnen können, brauchen wir was? Wir brauchen Kapitalanteile. Das haben wir bei Personengesellschaften. Wir sehen, die Tatsache 328 ist noch mal stärker zugeschnitten, nicht nur auf Kapitalgesellschaften, wie es 19.1 sagt, sondern auf die Aktiengesellschaft und die KGaA. Wir bräuchten Anteile, wir bräuchten Kapitalanteile, für die wir Stimmen ausüben könnten. Wir bräuchten ansonsten auch noch eine analoge Anwendung von 20 Absatz 3 und 21 Absatz 1. Und all das passt nicht auf die Personengesellschaft. Die Konsequenz daraus lautet, es ist keine unbewusste Regelungslücke und es gibt keine Analogie der Übertragung von 19 Aktiengesetz der wechselseitigen Beteiligung auf unsere Personengesellschaft. Aber warum machen wir das Ganze? Warum nimmt diese wechselseitige Beteiligung so einen Sonderbereich an? Es geht wieder darum, wir wollen Gefahren vermeiden. Und
Sie erinnern sich, Konzernrecht denken wir aus der Perspektive Minderheitsgesellschafter und der Gesellschaftsgläubiger. Hier insbesondere der Gesellschaftsgläubiger, denn wir haben zwei Gefahrenpotenziale. Das eine wird sichtbar bei der Kapitalaufbringung und das andere wird deutlich bei der Kapitalerhaltung. Beides können wir anhand eines Beispiels ein bisschen besser beleuchten. Also, stellen Sie sich Folgendes vor. Wir haben unsere A als natürliche Person und A möchte die Gesellschaften gründen, A1 und A2. Jeweils in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, jeweils mit einem Grundkapital von 50.000 Euro. Beteiligungsstrukturen ziemlich identisch, nämlich an A1 soll A beteiligt werden, 50% der Anteile erhalten und eine Bareinlage von 25.000 Euro leisten. An A2 beteiligt sich ebenfalls mit 50% der Anteile, soll auch eine Bareinlage von 25.000 Euro leisten. So unser Ausgangsfall. Wie sähe das Ganze jetzt dann aus? Also natürlich spiegelbildlich. Auch, also Gesellschafter an A2 werden A und A1 jeweils mit 50% und jeweils 25.000 Euro Bareinlagen. Wie sähe das Ganze jetzt dann aus? Naja, weil bildlich, wir haben A1, A2, wir haben unseren Gesellschafter A. Was passiert? Gesellschafter A zahlt seine Stammeinlage von 25.000 Euro an A2. Er zahlt auch seine Einlage an A1. Und jetzt? Jetzt muss ja noch A1 den Anteil zahlen an A2 und A2 den Anteil an A1. Und das funktioniert wie? Naja, A1 nimmt die 25.000 Euro, die von A als natürliche Person gekommen sind und transferiert die rüber auf A2. A2 nimmt auch wiederum die 25.000 Euro, die von A gekommen sind, und transferiert sie rüber auf A1. Wie viel Kapital ist am Ende in A1 und A2 vorhanden? Jeweils nur 25.000. Das heißt nämlich, eigentlich leisten die beiden A1 und A2 wechselseitig ihre Einlagen aus den gezahlten Einlagen des Gesellschafters A. Und damit hätten wir, obwohl wir ein Grundkapital haben, was zahlungstechnisch in Höhe von 50.000 Euro zahlungsvorgangsmäßig geleistet worden ist, aber im Ergebnis nur eine Kapitalausstattung bei A1 und A2 von jeweils nur 25.000 Euro. Benachteiligt werden, ganz klar, die Gesellschaftsgläubiger. Formal funktioniert so etwas. Das ist das Problem, was wir haben bei der Kapitalaufbringung im Gründungsstaat. Vergleichbares können wir machen bei der Kapitalerhaltung und Kapitalerhöhung vor allem. Da wird es deutlich. Wir haben also unseren Gesellschafter A1, unsere Gesellschaft A1 und sie beschließt, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durchzuführen. Es werden neue Aktien ausgegeben mit einem Nennbetrag von 1.000 Stück. Und die sollen zur Hälfte von A und A2 übernommen werden. Sie haben ja beide ein gesetzliches Bezugsrecht. Welches Problem haben wir denn jetzt mit der Zahlung? Wir schauen uns das wieder an. Also, Beispiel, unsere drei Beteiligten. A1 gibt neue Aktien aus. Was passiert? Gesellschafter A bekommt die Hälfte aus der Neuemission und zahlt dafür die darauf entfallende Stammeinlage. Was ist mit A2? Das Problem ist, dass A1 doch Gesellschafter auch ist von A2. Das heißt, A2, und jetzt können Sie sogar den Fall von vorhin weiterspielen, hat nur 25.000 Euro. Die haben nicht 50 gehabt, die hatten 25 real.
zahlt jetzt also davon nochmal die 10.000 Euro an A1. Ist es zulässig? Naja, Zahlungen an Gesellschafter sind nur wie zulässig? Nur aus dem Gewinn. Nur die Gewinnausschüttung, 58 Absatz 4 Aktiengesetz. Ansonsten ist es eine unzulässige Einlagerückgewinn. Also auch hier haben Sie das Problem, dass wieder eigentlich gegen Prinzipien verstoßen wird. Sie zahlen Geld an Gesellschafter zurück zur Benachteiligung der Gesellschaftsglocken. Und das Lustige ist, das können Sie ja wiederholen. Sie können jetzt ja das Spiel wieder umdrehen, weil A1 und A2 ja wechselseitig aneinander beteiligt sind, drehen Sie das Ganze um. A2 benötigt wieder Geld, macht eine Kapitalerhöhung und gibt die Aktien nur aus an A1. Dann zahlt A1 mit dem Erwerbspreis der Einlage also wieder einen Betrag, der eine Einlagenrückgewähr darstellen kann, an A2. Und deshalb können Sie quasi Kapitalerhöhungen durchführen, ohne dass Sie real neues Kapital hinzufügen. Sondern Sie verschieben immer nur von A1 auf A2, von A2 auf A1. Und damit können Sie Ihr Kapital unendlich erhöhen, ohne neues Kapital eigentlich zuzuführen. Und das darf so nicht passieren. Und deshalb müssen wir bestimmte Beschränkungen aufnehmen. Der 19 Absatz 1 enthält aber keine Beschränkung, sondern er enthält nur den Tatbestand. Die Rechtsfolgen finden wir etwas verstreut über das ganze Aktienrecht hinweg. Das eine ist, wir müssen im Jahresabschluss, im Anhang dazu, bestimmte Angaben machen, die 160 Absatz 1 Nummer 7 vorsieht. Das ist noch nicht so wahnsinnig empfindlich. Im Übrigen setzen wir vor allem auf die Wirkung von 328, der bei dieser einfachen wechselseitigen Beteiligung anzuwenden ist. Sie wissen, nachdem wir den Absatz 1 von 328 schon gelesen hatten, Sie dürfen dann die Rechte aus den Anteilen, die 25% übersteigen, die dürfen Sie nicht mehr geltend machen. Das Ziel besteht also darin, dass Sie diese wechselseitige Beteiligung nicht verbieten, sondern wir lassen sie zu, aber, und das ist wichtig, sie ist wirtschaftlich unattraktiv. Denn warum sollten Sie Anteile an einer anderen Kapitalgesellschaft erwerben, bei denen Sie weder das Stimmrecht ausüben können, noch das Gewinnbeteiligungsrecht haben? Dafür lohnt es sich doch eigentlich gar nichts zu bezahlen. Also, wir schauen uns nochmal 328 näher an. Was soll dafür sorgen, dass das wirtschaftlich unattraktiv ist? Wir hatten gesehen, 328 Absatz 1 Satz 1, alles was das Viertel übersteigt, daraus können Sie keine Rechte auf Grund setzen. Wir haben Ausnahmen in Satz 2 und im Absatz 2, die allerdings seltenst erfüllt sein. Das zweite ist, wir haben vor allem nochmal ausdrücklich und deshalb in Absatz 3 geregelt, weil es ausnahmslos ist. Die Ausnahme nach Absatz 2 gilt dafür nicht, wenn Sie Mitglieder des Aufsichtsrats wählen. Dann haben Sie kein Stimmrecht, auch wenn für die Übrigen Sie ausnahmsweise mal das Stimmrecht geltend machen dürfen. Und das dritte ist, Sie haben nicht nur kein Recht, sondern Sie werden mit zusätzlichem Aufwand belastet, nämlich den gegenseitigen Mitteilungspflichten, die das Gesetz im Absatz 4 begründen.
Das Ganze hat sich bisher als ausreichend erwiesen, um eine einfache wechselseitige Beteiligung, 25% plus, eine Seltenheit werden zu lassen. Was wir hingegen schon mal haben können, ist die sogenannte qualifizierte wechselseitige Beteiligung. Und das sind die Fälle von 19 Absatz 2 und Absatz 3. Absatz 2 sagt, ihnen gehört einem wechselseitig beteiligten Unternehmen an dem anderen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung. Oder kann das eine auf das andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben? So ist das eine als herrschendes, das andere als abhängiges Unternehmen anzusehen. Wir haben also nicht nur die 25-prozentige Beteiligung, 25 plus eine Aktie, sondern wir haben zumindest in eine Richtung entweder eine Mehrheitsbeteiligung oder sogar eine Abhängigkeit. Aber das Ganze immer nur in eine Richtung. Deshalb wichtigstes Wort am Absatz 2 ist das zweite, nämlich gehört eine wechselseitig Beteiligung. Sie können das Ganze auch bezeichnen als sogenannte einseitig qualifizierte wechselseitige Beteiligung. Klingt nur wahnsinnig sperrig. Und das andere ist die doppelte oder gegenseitige. Das ist der Absatz 3. Da heißt es nämlich, und der Unterschied wird Ihnen deutlich, gleich am zweiten Wort, gehört jedem der wechselseitig beteiligten Unternehmen an dem anderen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung. Sie denken wieder an 16. Oder kann jedes auf das andere unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben, so gelten beide Unternehmen als herrschend und als abhängig. Was ist jetzt die Gefahr? Naja, die Gefahren, die wir beide gerade besprochen haben, Kapitalaufbringung, Kapitalerhaltung, die Gefahren stellen sich hier genauso. Sie stellen sich sogar noch stärker, weil sie natürlich noch durch die größere Beteiligung natürlich noch einen größeren Kapitalanteil haben, den sie halt eben verschieben können. Das heißt, die reale Kapitalaufbringung wird typischerweise noch niedriger als in meinem Beispielsfall. Es kommt aber noch was dazu. Sie haben noch zusätzlich die Gefahr, dass sie das Gefüge, was wir als Corporate Governance bezeichnet hatten, also diese Balance der Organe innerhalb der Gesellschaft, dass sie das eigentlich außer Kraft setzt. Die Tatsache, dass zum Beispiel in der GmbH der Geschäftsführer von den Gesellschaftern überwacht wird und auch entsprechend bei einem Fehlverhalten ersetzt werden kann, das setzen sie völlig außer Kraft. Ich will Ihnen das auch da wieder an einem Beispiel verdeutlichen. Am einfachsten wird es an dem Beispiel einer GmbH, denn weil wir beim Aktienrecht immer die Situation haben, dass das Ganze nur vermittelt stattfindet, weil wir eben drei Organe haben, Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung, und wir jetzt bei der GmbH aber nur die Situation haben, dass wir eine unmittelbare Kontrollsituation haben durch die Gesellschafter zwischen dem Geschäftsführer und der Gesellschaft dafür sind. Also, mein Beispiel. Wir haben die Gesellschaften A1 und A2 jeweils als GmbH dieses Mal. Und sie sind im Sinne von 19 Absatz 3 gegenseitig qualifiziert wechselseitig beteiligt. Und zwar genau in Höhe von 65% der Geschäftsanteile. Und jetzt nehmen Sie unsere Person G, der ist Geschäftsführer, einziger Geschäftsführer der Gesellschaft A1. Es findet jetzt eine Gesellschafterversammlung statt bei A2. Und wer übt jetzt eigentlich die Stimmrechte von A1 aus? Ja, Ihr gesetzlicher Vertreter, also Ihr Geschäftsführer G. Und was macht der G? Naja, der G
lässt sich nun mit den Stimmen von A1, die er selber ausübt, zum Geschäftsführer bei A2 bestellen. Das kann er tun. Die Frage ist, welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt daraus? Naja, bildlich gesprochen, A1 und A2, 65% wechselseitige Beteiligung, qualifiziert. Geschäftsführer G wird nun zum Geschäftsführer auch bei A2. Aber wie funktioniert denn jetzt die Kontrolle bei A2? G ist Geschäftsführer. Die Kontrolle erfolgt durch die Gesellschafter von A2. Das ist wiederum A1. A1 ist aber eine GmbH, also nimmt die Kontrollrechte wer faktisch wahr? Der gesetzliche Vertreter von A1. Das ist wer? Wieder G. Läuft also letztlich auf was hinaus? G kontrolliert sich selber. Eine sehr angenehme Situation. Das Ganze funktioniert im Grundsatz. Es funktioniert an zwei Situationen nicht. Einmal dann, wenn wir ein Stimmverbot haben nach 47.4, das gilt aber fast ausschließlich für die externen Rechtsgeschäfte, oder aber, weil hier ist der beispielsweise so gewendet, dass wir eine 65-prozentige Beteiligung haben, wenn Ihre Satzung oder das Gesetz vorsieht, dass Sie für etwas eine Dreiviertelmehrheit benötigen, dann reicht es an der Stelle nicht aus. Dann brauchen Sie ausnahmsweise mal wieder die Mitwirkung der Minderheitsgesellschaft. Ansonsten erreichen Sie durch diese Situation, dass G, der sich selber kontrolliert, auch selber immer im Amt halten kann. Selbst bei Pflichtverletzung. Das Ganze wollen wir so nicht erreichen, nicht geschehen lassen. Warum? Weil es wieder eine Situation ist, die natürlich zum Nachteil der Minderheitsgesellschafter sich auswirken kann. Und damit dementsprechend, wenn Sie jemanden haben, wie einen Geschäftsführer, der ohne Kontrolle operieren kann, sich das Ganze auch wieder als abstrakte Gefahr zumindest darstellt für die Gesellschaftsgläubigen. Deshalb intervenieren wir. Wir intervenieren mit Rechtsfolgen. Mit welchen? Hier gehen wir weiter, als wir es tun bei der bloßen einfachen wechselseitigen Beteiligung. Der erste Punkt ist der, es gilt natürlich wieder die Konzernvermutung, klar. Aber Sie haben wissen, nachdem sich das kaum einen Angreifpunkt hat, an den Begriff des Konzerns, ist das ziemlich bedeutungslos. Das zweite ist, es gelten die Regelungen über den faktischen Konzern, 311 folgende, weil wir jetzt anknüpfend an die Abhängigkeit wieder sind, die deshalb anwendbar werden. Und das dritte ist, dass wir dort keine Vertiefung der Situation wollen, weil wir das Verbot haben der Übernahme neuer Aktien. Sie erinnern sich an meinen Fall bei der Kapitalaufbringung. Auf den 56.2.1 will ich mit Ihnen noch etwas näher eingehen. Was steht da eigentlich drin? Ein abhängiges Unternehmen darf keine Aktien der herrschenden Gesellschaft, einem Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen keine Aktien der an ihm mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft und so weiter übernehmen. Das ist die Regelung im 56 Absatz 2 Satz 1. Wir haben also ein Übernahmeverbot. Das Ganze müssen wir lesen im Zusammenspiel mit den 71 folgenden, also dem grundsätzlichen Verbot des Erwerbs eigener Aktien. Warum erkennen Sie, dass das 71 ein grundsätzliches Verbot ist? Weil es heißt im Einleitungssatz im 71.1, die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben in den Fällen des Nummer 1 bis Nummer 8, ansonsten eben nicht. Sie können daraus lesen, grundsätzlich ist es verboten, nur ausnahmsweise in den Fällen Nummer 1 bis 8 erlaubt. Was unterscheidet diese beiden Regelungen jetzt voneinander? Also 71 und 56.2.1.
Der wesentliche Unterschied besteht darin, 56.2.1 umfasst den sogenannten Primärerwerb. Sie sind das erste Rechtssubjekt, was die neuen Aktien erwirbt, und zwar durch sogenannte Übernahme. Deshalb sprechen wir vom Primär- oder vom Ersterwerb. Die 71 folgenden decken aber eine andere Konstellation ab, nämlich, dass ich selber die Aktien zurückerwerbe am Markt. Die Aktie ist schon am Markt, sie ist umlaufend. Und deshalb sollen wir sie nur nicht derivativ, also im Sinne des Sekundär- und Zweiterwerbs, zurückerwerben. Und jetzt sehen Sie, der 71 selber ist ja denkbar eng. Da geht es ja nur darum, dass die Gesellschaft nicht ihre eigenen Aktien erwirbt. Das ist ja gar nicht die Konstellation, die 56.2 vor Augen hat. Sondern 56.2 spricht ja von der abhängigen Gesellschaft und der in Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft. Deshalb müssen wir etwas weiter schauen, und zwar in 71d Satz 2. Wir sollten dafür aber vorher den Satz 1 lesen. Also 71d Satz 1. Einem eigenen Namen, im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Gesellschaft handelnder Dritter. Und jetzt kommt das Wichtige, was ist die Rechtsfolge. Darf Aktien der Gesellschaft nur erwerben oder besitzen, soweit dies der Gesellschaft nach 71.1 Nummer 1 bis 5, 7 und 8 und Absatz 2 gestattet wäre. Und diese Begrenzung, also wieder aufgenommen, das grundsätzliche Verbot mit den Ausnahmetatbeständen, nicht allen, sondern nur selektiven, transferieren wir jetzt in den Satz 2, weil es heißt dort, Gleiches gilt für den Erwerb oder den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch ein abhängiges oder einen Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendes Unternehmen. Wir erstrecken das also mit auf die im Konzernverbund typischerweise stehenden Unternehmen. Die Ausnahmen, ja, die gelten schon, aber die werden regelmäßig nicht vorliegen. Das heißt, wir verhindern hier, anders als bei der einfachen wechselseitigen Beteiligung, die wir zulassen. Wir knüpfen nur bestimmte wirtschaftliche, wir knüpfen Folgen daran, die das Ganze wirtschaftlich unattraktiv machen. Dann haben wir hier aber die Regelung, dass wir wirklich aktiv eingreifen und schon sagen, grundsätzlich ist das Entstehen einer qualifizierten wechselseitigen Beteiligung unzulässig. Weil wir eben nicht nur diese Kapitalauswirkungen haben als abstrakte Gefahr, sondern auch noch die Corporate Governance außer Kraft setzen. Jetzt sehen Sie aber schon, was ich gesagt hatte gerade, 71d, der sagt ja, Gleiches gilt, also gelten auch wieder die Ausnahmen, die in Satz 1 stehen, also 71 Absatz 1, Nummer 1 bis 5, 7, 8 und Absatz 2. Die gelten. Es kann also mal der seltene Ausnahmefall eintreten, dass eine wechselseitige Beteiligung als qualifizierte entstehen kann. Das ist möglich. Es ist aber ja völlig egal, ob Sie diese Ausnahmetatbestände haben oder nicht, weil diese Gefahr für das System der Corporate Governance bleibt ja bestehen. Und deshalb möchte das Gesetz jetzt für diese Fälle sicherstellen, dass das Ganze wieder unattraktiv ist und dass das Ganze nur ein vorübergehender Zustand darstellt. Wie bekommen wir das hin? Wenn es ausnahmsweise mal zulässig sein sollte, die Aktien zu erwerben, sodass eine qualifizierte wechselseitige Beteiligung entsteht, dann sagt uns 71b, zu dem kommen wir über die Verweisung in 71 Dora Satz 4, dann sagt der, dass ich aus diesen Aktien wieder keine Rechte ausüben darf. Also eine Regelung, die sehr nah an dem dran ist, was wir in 328 Absatz 1 und Absatz 3 finden. Ein Ausübungsverbot für die Rechte
Damit ist der Erwerb zwar zulässig, aber wirtschaftlich unattraktiv. Wenn ich mich dafür entschieden habe, das zu tun, dann sagt das Gesetz mir noch, auch wieder über die Verweisung 71d Satz 4 in Verbindung mit 71c Absatz 2, ich muss diese Aktien, die dann 10% des Grundkapitals übersteigen, binnen 3 Jahren wieder veräußern. Das heißt, es ist also nicht nur wirtschaftlich unattraktiv im Erwerb, sondern ich muss es auch wieder abgeben. Dieser Zustand kann allenfalls, dass die Corporate Governance außer Kraft gesetzt ist, beziehungsweise geschwächt ist, denn außer Kraft gesetzt ist sie nicht. Ich kann ja meine Stimmrechte nicht ausüben. Aber diese Situation, dass sie, wie in meinem vorherigen Beispielsfall, zum Beispiel 65% der Stimmrechte der Gesellschaft nicht ausüben können, soll eben kein Dauerzustand sein. Und deshalb müssen sie dann ihre Beteiligung auf 10% reduzieren, und innerhalb von 3 Jahren die überschüssigen Anteile wieder veräußern. Sie nehmen aus diesem Teil mit, die wechselseitige Beteiligung bei qualifizierten Beteiligungen geht in Richtung Abhängigkeit. Abhängigkeit öffnet Ihnen den Anwendungsbereich für den faktischen Konzern 3L folgen. Ansonsten haben wir die Situation, dass wir damit arbeiten, eine wechselseitige Beteiligung nicht allgemein zu verbieten, aber wir machen sie unattraktiv durch Rechtsausübungsverbote, durch Veräußerungsgebote, aber sie bleiben als solche erstmal zulässig. Sie sind aber, das können Sie sich vorstellen, und eben diese Beschränkungen, die es wirtschaftlich unattraktiv machen, die absolute Seltenheit. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Dann darf ich Ihnen noch 2 Lesehinweise geben. Das eine ist die Regelung, die Entscheidung 119 Band. Das ist die Entscheidung zu der Frage, ob Sie 19 als Regelung des allgemeinen Konzernrechts analog anwenden können auf die Personengesellschaften. Das wird verneint. Und ansonsten geht es vor allem um die wechselseitigen Beteiligungen. Da sehen Sie schon, da wird vor allem dann verwiesen auf Zeitschriftenbeiträge, weil es entsprechend dazu wenig gibt, weil sie eben unattraktiv ist. Ja. Ja. Wie Sie dazu kommen, durch die Lektüre von 56.2 und 71. Warum? Weil es dort ja nicht nur heißt, dass es eine wechselseitige Beteiligung vorausgesetzt wird, sondern es heißt ja, ein abhängiges Unternehmen darf keine Aktien der herrschenden Gesellschaft, ein im Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen, keine Aktien der an ihm mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft und so weiter übernehmen. Wechselseitige Beteiligung ist kein Tatbestandsmerkmal. Oder verstehe ich Ihre Frage falsch? Das Besondere ist, sowohl 56.2 als auch 71 in dem Buchstaben D knüpfen nicht daran an, dass wir eine wechselseitige Beteiligung haben, sondern sie knüpfen an die Mehrheitsbeteiligung oder die Abhängigkeit an. Die wechselseitige Beteiligung reicht nicht aus. Die wechselseitige Beteiligung können Sie auch hochfahren von 26% bis 49%. Geht. Macht nur überhaupt keinen Sinn, weil Sie geben Geld aus am Sekundärmarkt zum Erwerb von Aktien, aus denen Sie keine Rechte ausüben können. Da wird Ihnen jeder rational vermögensmäßig denkenden Vogel zeigen, wenn Sie das wollen. Also spätestens werden Ihre Aktionäre rebelliert, wenn Sie sagen, dafür hätte ich gerne Geld ausgegeben. So.
Das heißt, das passiert nicht. Die große Gefahr tritt ja nur ein, wenn Sie mehr, die Mehrheitsbeteiligung ja haben, weil Sie jetzt nochmal die Corporate Governance außer Kraft setzen. Wenn Sie abstimmen zum Beispiel über die Entlastung meines Geschäftsführers, dann brauchen Sie eine Mehrheit. Und dann wird es kritisch. Und deshalb kommt dieses weitere Gefahrenpotenzial immer erst dazu, wenn es in Mehrheitsbesitz stehend ist und darauf gründen typischerweise dann die Abhängigkeitsversicherung. Wenn ich nur eine Minderheitsbeteiligung habe, 27, 28, 30%, dann habe ich die Kapitalgefahr, also in Bezug auf Kapitalaufbau und Kapitalerhaltung, aber nicht außer Kraft setzen der Corporate Governance Struktur. Und deshalb haben wir nochmal andere, deutlich intensivere Rechtsfolgen. Das macht den Unterschied. Deshalb knüpfen sowohl 56.2.1 als auch 71d Satz 2 nicht an die wechselseitige Beteiligung an, sondern sie greifen nur bei dem qualifizierten Tatbestand an. Ja? Gut. Dann, nachdem wir heute so viele Schaubilder haben, sah das alles mehr aus, wir brauchen länger, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen frohe Ostern. Das Wetter sieht vielversprechend aus. Und dann bis nächsten Donnerstag. Genießen Sie die freien Tage.